Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu RoboBall. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich unseren Raid angefangen. BZW herausgefunden, dass wir mit Turbinen nicht klarkommen. Oder ich zumindest nicht. Sprich, wir werden uns jetzt drum kümmern, dass wir uns nämlich das mal hier abholen, was wir uns holen wollten. Nämlich... Ach ja, und ich werde auch diesmal ein bisschen schummeln. Tut mir leid, aber ich sehe keinen anderen Weg, um da vernünftig und schnell durchzukommen. Tut mir leid an der Stelle, falls es jemanden stört. So, den werde ich mir schon mal holen auf jeden Fall, trotz alledem. Weil den brauche ich ja so oder so gleich. So. Nein! Warum fliegt man da so eine Kurve? Mann! Ich krieg's kotzen, Leute. Ich verstehe halt nicht, was bei der Steuerung fehlerhaft ist. Ich gehe einen Zentimeter durch, ne? Und dann werde ich so weggeditscht, als wäre ich von Tennisschläger geschlagen. Ich sollte mich beilen. Ah, nee, nicht mit. Nee. Auf sicher nicht mit mir. So. So, 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 so. So, jetzt gehe ich hier dran vorbei. Ich brauche nur einen Würfel für den hinteren Bereich, damit ich halt da nicht so hinhechten muss. Moment, kann ich die? Danke. Genau das wollte ich. Mal nehme ich halb Bieren. Jetzt ist die schwierige Sache. Ich brauche ja nur den einen hier. Oh, shit. Okay, einen habe ich auf jeden Fall hier hinten. Das heißt, die ersten zwei werde ich auf jeden Fall safe haben. Obwohl, ich kann noch da vorne die Tonne mitnehmen. Wenn ich hinkriege, versteht sich natürlich nur. Genau, und dann brauche ich nämlich gar nicht mehr so hechten. Na prima. Hat ja toll funktioniert. Okay, egal. Ach ja, dann gehe ich schon mal auf Position. Das dauert sowieso noch ein Weilchen. Natürlich hatte mir da vorne noch eine Kiste holen können, glaube ich, ne? Egal. So. Da und da ist aus. Heißt, ich brauche nur... Ja, wenn es hier dran vorbei ist, dann brauche ich nur auf den zweiten Schalter hechten. Und ich werde heute übrigens auch nochmal das erste Level betreten, einfach um das Lama dazu holen, was ich gesehen habe. Was ja offensichtlich ein Sammel-Item ist. So. Okay, jetzt hätte ich es auch allerspätestens vernünftig hingekriegt, eventuell. Aber hey. Nee, da muss ich für echt... Ah Gott. Okay. Oh, 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 bitte, quetsch mich hoch, bitte.
Nein? Echt jetzt? Ich werde dafür nicht hochgequetscht. Oh Mann, unfair. Okay, wir haben aber da auf jeden Fall noch einen Lama weggeholt. Ich hasse sowas, ne? Na, warum? Ich weiß nicht, irgendwie komme ich auf manche Indie-Spiele nicht klar mit der Steuerung. Also nicht, dass sie schwammig wäre. Um Gottes Willen, sie ist eigentlich perfekt sogar diesmal. Plus, ich glaube, es liegt einfach an dem Objekt, was man steuert halt immer, ne? Ah, verdammt, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Jupp, meine Serie fängt eigentlich gerade... Nee, Quatsch, ich habe noch eine ganze Stunde. Blödsinn gesprochen. So. Das heißt, ich habe noch... Ist gerade der Würfel da hinten runtergefallen? Ohne mein Zutun? Oder, Moment, kann ich aus dem... Nö, okay, ich dachte, ich habe aus der... dem Pausenmenü her mit der Maus irgendwas erzeugt. Und dadurch... kam das dann... Oh, Scheibenkletter. Ach nein. Ich muss mir jetzt einen Weg legen. Ich werde nicht mehr. Ja, das sollte reichen. Deswegen da auch diese Hochfahrstange, weil ich dachte, hä, wieso ist da eine Rampe und hier nicht? Ja, das erklärt es schon mal. So, und jetzt muss ich dich kurz hier wegschieben. So, das sollte reichen. Ja, ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Ja, ich weiß, dass das genial war. Ja, ist in Ordnung. Ich nehme keine Ecken mehr mit. Ich will da das Teil haben, aber ich will nicht runterfliegen. Kann ich bitte... Ja, haha. Ausgetrickst. Aus. Okay, warum werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mich hier ein bisschen beeilen sollte? Keine Ahnung. Ah, hier am Ende ist ja gemein, eine enge Kurve zu machen. Na gut, aber muss er ja wahrscheinlich. Oder er hätte das Level auch ausgedehnter bauen dürfen da an der Ecke. Übrigens schön, dass der Boden auch einfach nur Himmel ist. Also dass das einfach eine wortwörtliche Skybox ist einfach nur. Und bevor jetzt jemand groß schreit, oh Gott, der hat Product Placement gemacht. Im Englischen beschreibt eine Skybox eine Box, die den Himmel darstellt. In dem Fall das hier. Und ja, sie ist viereckig. Sie kann aber auch rund sein. Dann heißt es einfach Sky Cube. Ha! Okay, nein. Nee, warte, Cube passt gar nicht. Entschuldigung, das war mein Fehler. Cube wäre ja wieder eine Art Würfel. Egal. Und wir haben es geschafft. Trotz schlechter Wortwitze haben wir es geschafft. Gut. Aber ich würde trotzdem sagen, wir kümmern uns jetzt echt mal darum, nochmal in Level 1 zurückzukehren. Sprich, wir lösen uns mal ganz kurz im Wohlgefallen auf, gehen raus, presse I vor Tipps, gehen wieder rein. Ich habe jetzt auch kapiert, das dauert immer ein Weilchen. Und holen uns in Level 1 nochmal ganz kurz unseren Reward da hinten ab. So.
Und die Düse schalte ich auch nicht aus in den anderen Level. Das war ja Level 3, wo ich Düse abgestellt habe. Ah, okay, wir kommen doch ganz einfach dahinter durch. Kann ich auch hier ein bisschen getrickster? Nein, okay. Wir haben da auf jeden Fall eingesammelt, so. Wie schnell ich jetzt hier... War, Moment. Ah doch, wir sind den ganzen Weg gerollt. Manchmal irritiert das echt. So. Ich gucke nochmal ganz schnell hier rein. In Level 2, ob da auch noch irgendwas war, was ich übersehen haben sollte. Ach nein. Ah ja, okay, er ist verschwunden gerade. Ganz kurz war nämlich hier vorne der noch zu sehen. Das heißt, der hier unter war. Aber der wurde direkt wieder weggenommen, weil er dann gescheckt hat. Oh, Moment, der Spieler hat das ja schon. Mich würde interessieren... Ich gucke einfach mal jetzt überall nochmal so unter. Moment, war da hinten nicht auch noch... Ich glaube, das hatten wir ja schon geholt im Nachhinein. So, hier war nichts mehr, hier war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr, glaube ich. Hey! Okay, Moment. Obwohl, doch, meine Sendung fängt an, in dem Fall, wenn ich jetzt Anime gucken würde heute. Bloß, ja. Egal. Hole ich alles nach. Bei Zeiten. So, hier war tatsächlich nichts mehr. Und wir sind, glaube ich, relativ schnell durchgekommen. Mit anderen Worten, es ist wirklich nur in Level 3. Unser Wunschobjekt, sprich das, was ich als Lama oder Kamel oder sonst was abstempeln könnte. Ich weiß ehrlich noch nicht so ganz, was das ist. Und ja doch, das Ganze als ein Level nur auf solchen Stangen herumzutanzen, könnte natürlich ganz schön nerven. Ich merke es ja selber gerade schon. Okay. Wir sollten halt es nicht zu schnell beschreiten, den Weg. Da vorne ist auch noch einer. Das heißt, wir müssen ganz knapp runterfallen, damit wir den bekommen. Ist das dein Ernst? Oder ist unsere Kugel groß genug? Nee, wir müssen echt... Ach du Heilige, wir müssen in dem Augenblick, wie wir runterfallen, zurückziehen. Ist das unfair? Oh, ich sehe gerade nichts. Okay. Nicht schießen, ich sehe nichts. Wie Kronk jetzt sagen würde. Ja, ich weiß, ich zitiere, aber auch wenn man zitiert, man darf das ruhig mal. So. Das heißt, ich muss wieder den Schalter da drüben ausmachen. Wahrscheinlich. Und in die Richtung auch noch eine Kugel bewegen. So. Oder ich muss alle anmachen und hier eine Kugel durchbewegen. Wir werden es gleich sehen. Na? Okay, es müssen alle an sein und dann... Heißt drei Kugeln bitte. Huch. Na gut, ich brauche nochmal zwei neue.
Ah, super, die rollt schon wieder über den Schalter schon. Das heißt, ich brauche noch eine weitere. Und die letzte in die Richtung. So. Und dementsprechend müsste jetzt die Tür aufgehen. Richtig? Nein? Nicht? Wie habe ich das denn jetzt eben gemacht, dass... Sieht man das irgendwie, welche Sachen ich machen muss? Nee, ne? Auch nicht, okay. Moment mal. Ich hab's gerade verstanden. Moment. Ah, oh, ich bin so deppert. Guck mal da drüben. Wenn ich jetzt den Schalter ausschalte. Hier drüben. Geht das Feuer aus. Okay. Es ist doch zu sehen, was quasi zu machen ist. Das heißt, wenn ich das hier mache... Dann... Nee, passiert da nichts. Hä? Ich meinte ja, ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben. Oder Moment. Ah doch, da passiert was. Okay. Ah, also. Mal ein bisschen nachdenken, dann funktioniert es auch tatsächlich. Krass. So. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da einen Checkpoint. Naja, okay, dann darf ich sogar rausfliegen. Nachdem ich dieses komische Rätsel endlich mal gelöst hatte, außerdem. Ah ja, hier oben ist ja sowieso noch ein Checkpoint. Yay! Huch! Hilfe! Yay! So, diesmal nehme ich die Tonne eh nicht weg. Abends. Danke, Düsen-Ding. Gedöns. So. Und jetzt wieder. Wir gehen hier hinterlängs. Und haben es geschafft. Richtig schön. So, nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, sprich, nachdem wir hier alle haben, mache ich die anderen Level, wo ich noch demnächst wieder Sachen holen brauche, muss, beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt nämlich weiter ins eigentliche nächste Level. So. Es gibt nur 10 Level. Okay, das ist ja auch wieder schade.
Sprich, es ist zwar schön und gut, das heißt, wir spielen trotzdem noch weiter, weil da muss ich noch die Lamas überall holen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht sonderlich viel Geschehen mehr haben. Ich guck mal ganz kurz was nach, nämlich die Zeit. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, 3 Parts immerhin hat das Spiel gedauert. Sprich, es ist also... Oh, ein relativ leichtes Spiel. Und Betonung liegt auf relativ. Hier verkackt. Ah, hat man richtig verkackt. Ich will, wie gesagt, wieder nicht rausfliegen. So. Okay, das ist eine coole Überlegung. Kann man ruhig häufiger machen. Und vielleicht auch noch so eine Art Trichter. Das wäre auch noch so eine coole Idee. Wo man dann auch nochmal so ein bisschen im Kreis geht und... Ach, habt ihr nicht gesehen. Okay. Da ist ein Checkpoint. Den hole ich mir jetzt mal eben. Huh. Boah, Hilfe! So. Okay, egal. Ich hab da einen Checkpoint. So. Ich glaube, wir müssen erstmal nach da drüben, habe ich das Gefühl. Ah, wir können da gar nicht hin, sehe ich gerade. Vergesst, was ich gesagt habe. Oh. Hallo, Lama. Und tschüss. So. Wir haben das Lama, wir haben hier den Checkpoint und gut. Und ich glaube, ich habe schon wieder getrickst. Ich wollte gar nicht tricksen. Ich sehe gerade, wir hätten... Ah, oh Gott, wie fies das ist. Sprich, ich habe es einfach nicht gesehen, dachte, ich muss das so machen. Und habe somit den, ja, quasi leichten Teil übersprungen und habe gleich den schwierigen Pfad genommen. Wie, ich soll mich nicht schlecht fühlen? Ich fühle mich jetzt aber schlecht. Ah, egal. Spricht alles für mich irgendwie. So. Was passiert denn, wenn ich da rauf gehe? Würfel. Interessant, okay. Moment mal ganz kurz. Egal, ich nehme mal sicherheitshalber die Kugel hier mit. Nein, 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 nein. Oh, Scheibenkleister. Das war nicht gut. Ich wette, das wird uns jetzt das Spiel auch nicht mehr verzeihen. Sprich... Ich habe das Level schon verkackt, oder? Oder auch nicht. Gott sei Dank, ich brauche nichts hier. Autsch. Okay. Richtig schön, aber auch nicht gerade richtig schnell. Es war schön, aber nicht so richtig schnell. So wollte ich eigentlich sagen. Ich würde sagen, ich beschleunige das Ganze mal. Von daher hier ein kleiner Beschleuniger. Und da bis gleich, wenn es wieder langsam ist. Yep, finde ich auch so. So, das Teil ist echt nicht gerade das schnellste. Sorry an der Stelle, dass ich beschleunigt habe, aber soll ja auch für euch nicht die Zeit kosten. Ich will euch auch nicht die Zeit stehlen. Oh shit, ich muss hier die 2 Fässer raufbringen. Das heißt, oh Gott. Wow.
Ich hol mir mal die Kisten hier ab. Bäh. Ja, das war mir klar, dass die runterfällt, deswegen habe ich mir eine Kiste geholt. Und ich glaube, so kann ich auch sicherstellen, dass das auch nicht runterrollt. Gut. Was soll das jetzt hier? Ach so, oh, ich verstehe. Ganz kurz beschleunigt. Von daher, ja. Bis gleich. Ich hab's ja beschleunigt. Aber ehrlich, das ist einfach nur noch. Ja, man könnte sagen, ätzend, wenn sowas passiert. Oh nein, und ich muss auch noch dahin. Okay. Kann ich das irgendwie unterbinden? Ich glaube nicht, oder? Ich schieb die jetzt mal einfach darauf. Werde auch sicher nicht zu meinem letzten Checkpoint zurückgehen. Kann ich mich nicht irgendwie... Okay, ich muss zu meinem letzten Checkpoint zurück. Oder? Ja, es geht nicht anders. Von daher, wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Bis gleich. Ja, also sowieso nicht das Schnellste. Bis gleich. Ich beschleunige das jetzt hier einfach, den Durchlauf. So, jetzt sind wir wieder hier am Tor. Sind auch gerade durch. Ich freue mich darüber. Ich freue mich. Ja. Und bewegen uns jetzt aber wirklich hier durch. Ohne nochmal irgendwo hin zurückzukehren. Und ich fühle mich manchmal bei solchen Röhren wie so ein Hamster. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sowas von einer Hamsterröhre. So. Richtig schön. Und richtig toll. Und richtig super sind wir voll. Nein, keine Ahnung. Gerade ein bisschen Langeweile. Deswegen nicht wundern. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich beschleunige. Dafür habe ich weniger Partzeit somit. Aber hey. Also, kürzere Parts auch. Sprich, eigentlich ist das nicht euer Problem. Sondern ihr seht wenigstens schnell genug das finale Ergebnis. Weil viele wollen das ja nur, das finale Ergebnis und nicht... das, was eigentlich ist, nämlich das Spielgeschehen. Und ganz ehrlich, mittlerweile, ich finde es auch, es ist ein kleiner Segen, wenn man sowas macht. Nachteil dabei ist natürlich, es fällt unfassbar viel vom Spiel weg. Und das ist echt schade eigentlich. Also, wenn ich irgendwas beschleunige, dann mache ich das jetzt momentan wirklich noch so, da ich sage, okay, auf den Bezug hin, dass halt momentan es auch nicht so relevant ist. Okay. Ah, komm schon, echt jetzt? Das war ja mal der unnötigste Abgang überhaupt. Ah ja, ich habe nach vorne statt nach hinten gedrückt. Das könnte es gewesen sein.
Na gut. Egal, nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist, dass wir mal eben gleich uns das Lamaschen da drüben holen. Ich bleibe jetzt bei Lama. Ja. Und jetzt schaffe ich mir eine Überlegung an, wie ich das da jetzt... Oder muss ich da... Warte, ich gehe nochmal da hoch. Ich glaube... Also darauf. Ich glaube, ich muss das Teil quasi mit meinem Gewicht, wenn ich mich darauf bewege, runterdrücken. Kann das sein? Kann das die Möglichkeit? Ich weiß ja nicht. Hier ist ja die Tür zu. Das sehe ich auch hier. Von daher. Und weil ich das auch nicht anders sehe. Verdammt. Okay, Moment. Ja. Nee, in der Zeit schaffe ich es nicht nach oben. Ich muss das Teil runterkriegen. Ah. Okay, das ist auch cool, aber nicht gewollt gewesen. Ich würde ganz gerne... Einfach Last Checkpoint. Ich glaube zu meinen, dass das hier wahrscheinlich das Teil in Drehung bringt. Das heißt, ich hätte mal eben hingucken sollen. Ey, das ist so hart unnötig. Okay, Moment, wir haben es gleich. Okay. Und ohne das Runterstürzen spart es mir übrigens auch Zeit, wegen Zitat letzter Checkpoint. Ne? Ja, jetzt ist es auch besser platziert, würde ich mal behaupten. So, und ich mache das wie bei einer Software, ich lade die Munition. Okay, es ist nicht engmaschig genug, wollte ich gerade sagen. Also es ist nicht mehr eng genug. Die Fässer gehen seitlich weg. Scheibengleister, was mache ich für Geräusche? Ich glaube, ich hatte das bei Portal 2 auch. Da habe ich gesagt, das Sound, ey. Manchmal... Aber auch nur manchmal könnte ich damit recht haben. So, da unten ist irgendetwas. Ich gucke erstmal nach oben. Okay, da unten muss was raufgestellt werden, würde ich behaupten. Vor allem, wie schön, dass die Fässer auch immer so eine schöne Markierung haben. So von wegen hier. Ich bin für etwas da. Ja. Das hat ja nicht so toll funktioniert. Okay, Moment. Wir kriegen das hin. Okay, es wird einfach nur angeschaltet. Sehr schön. Ich glaube, wir sind aber gleich schon wieder am Partende. Von daher mache ich auch nicht mehr zu lange. Ich glaube, wir machen im nächsten Part noch mal ein paar... Oh, wie cool ist das denn? Gut, es wäre noch cooler, wenn halt ununterbrochen an der Decke kleben würden. Da hat er das halt leider Gottes die Möglichkeit verpasst. Würde ich mal wieder so sagen. Wie unfair ist das denn? Hui, wir fliegen weg. Okay. Nochmal über diesen Düsenabhang. Wie gesagt, er hat hier die Möglichkeit für einen noch besseren Trick, sag ich mal jetzt dazu. Einfach verstreichen lassen. Oh, Moment, da hinten ist ein Checkpoint. Den sollte ich eventuell mal einsammeln. Deswegen. Boah. Ich mache echt komische Geräusche heute. So, Checkpoint ist gesammelt. Jetzt muss ich da nach oben, ne? Obwohl, wisst ihr was? Erstmal. Moment, kann ich jetzt nicht. Ach, nein, kann ich natürlich nicht von hier aus. Ich kann natürlich versuchen. Ja, doch, das hat gereicht.
Okay, das drückt er immer. Okay. Eventuell muss ich nicht vom Checkpoint starten. Das macht einiges einfacher. Ich muss natürlich trotzdem gucken, wie ich das hier hinbekomme. Nicht so wirklich hilfreich, die Kugel da vorne hinzulegen. Oder? Oder ich habe einfach nur den Sinn dahinter nicht verstanden. Moment. Was ich machen kann ist... Bitte. Nö. Das hat es nicht gebracht. Möglichkeit 2 wäre... Oh Gott, ich hasse Möglichkeit 2 gerade. Okay, Moment. Wir begeben uns darüber. Ah, nein, 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 nein. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Okay. Jetzt weiß ich, was Möglichkeit 2 ist und die gefällt mir überhaupt gar überhaupt nicht. Ich muss tatsächlich... Oder? Moment, was ist eigentlich das hier? Ne, daher kam ich, oder? Ne, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Was laber ich? Hier ist was. Oh Scheiße, ich glaube, ich brauchte die Kugel hierfür. Ja. Ich hasse es manchmal echt so hart, ne? Wenn ich irgendwelche Sachen von Orten wegnehme, die ich woanders hätte brauchen können. Was sagt eigentlich gerade die Zeit? Oh, wir sind über der Zeit! Ja, herzlichen Glückwunsch an mein Gehirn. Beschleunigung, ja, ein bisschen. Ich cutte eventuell das andere oder andere raus. Ja, doch, ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.